Es dauerte nicht lange und Shia LaBeouf war zurück in Los Angeles, nach seiner Verhaftung in New York. Angeblich soll er Schauspielern auf den Hintern gehauen haben und eine Theatervorstellung durch Geschrei gestört haben. Und als er zurückkam, hat er sich angeblich in eine Hollywood-Entzugsklinik begeben. X17 berichtet, dass der Schauspieler zerzaust und nervös aussah, als er bei der Klinik ankam und von einer Schwester und einem Sicherheitsmann empfangen wurde. Wir wissen nicht, wie lange er bleibt oder weswegen er sich behandeln lässt, aber wir sind sicher, dass er viel mit dem Personal zu besprechen hat. Da gab es diesen Augenblick beim Berlin Film Festival, Geschichten von diversen Kneipenschlägereien und im Jahr 2007 wurde er verhaftet, da er sich weigerte, ein Walgreens-Geschäft zu verlassen. Das alles berücksichtigt, dann war die Geschichte in New York eigentlich zu erwarten.